Moin Leute, Andi hier von Shutterrocker.com. Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es darum, wie man in der Corona-Krise trotzdem kreativ sein kann als Fotograf, auch wenn man sich nicht allzu viel bewegen kann, nicht allzu viel wegfahren kann. Was kann man da tun? Wie kann man den Spaß an der Fotografie bewahren? Darum geht's in diesem Video. Ja, viele von euch haben mich gefragt, was mache ich denn, wenn mir hier so die Decke auf den Kopf fällt in dieser ganzen Corona-Zeit, in der man nicht mit anderen was machen kann, in der man nicht wegfahren kann und nicht in Urlaub fahren kann. Wenn man gerne fotografieren will, aber einem eigentlich die Motivation fehlt und man keine Idee hat, was man denn überhaupt fotografieren kann. Vielleicht hat man ja auch schon die ganzen Fototipps abgefrühstückt, die man so zu Hause machen kann mit irgendwelchen Wassertropfen und irgendwelchen Makrofotos. Und was kann ich denn jetzt noch tun, um da ein bisschen Spaß wieder dran zu haben, mich selbst zu motivieren und auch aus diesem Loch rauszukommen? Also ein bisschen, wie kann Fotografie mir denn hier helfen und wie kann ich mir selber mit Fotografie helfen, um wieder ein bisschen mehr Selbstzufriedenheit auch zu schaffen? Doch. Im künstlerischen Sinne. Und ich möchte euch gerne einen Vorschlag machen, der sich für mich als sehr ergiebig und sehr positiv herausgestellt hat. Und dieser Vorschlag bezieht sich auf das unmittelbare Umfeld. Das heißt also eure Nachbarschaft, das, was ihr fußläufig erreichen könnt, vielleicht mit dem Fahrrad, vielleicht auch das, was noch mit ein paar Minuten Autofahrt erreichbar ist. Es geht also darum, dass ihr Experten werdet für euer unmittelbares Umfeld, eure Wohngegend, eure Wohnort, eure Stadt. Und damit meine ich, geht raus und geht regelmäßig raus, geht zu unterschiedlichen Tageszeiten raus, geht zu unterschiedlichen Lichtverhältnissen und Witterungsverhältnissen raus und versucht, eure Umgebung zu lesen und versucht herauszufinden, wann kann man dort denn etwas Interessantes fotografieren, beziehungsweise versucht Experte zu werden für eure Umgebung, wie sich eure Umgebung gestaltet in verschiedenen Situationen, Zeit und Wetter und Licht und Schatten und all diesen Dingen. So, also das ist zunächst mal der erste Tipp. Man muss rausgehen. Ja? Nichts passiert, wenn du frustriert drin sitzen bleibst. Also Kamera in die Hand nehmen, am besten immer dabei haben und rausgehen. So, und wenn du draußen bist, dann versuch dich mal ein bisschen zu befreien von diesem ganzen Instagram-Bildern und allem, was man da so sieht, sondern höre mal ein bisschen mehr vielleicht auf deine innere Stimme und auf deine Intuition und auf die Dinge, die dich interessieren als Fotograf. Ja? Geh einfach nach raus und schau dir alles genau an, beobachte die Umgebung, beobachte die Leute, die unterwegs sind, beobachte den Wind, beobachte die Schatten und Lichter, alles, was um dich herum passiert und lass dich mal darauf ein, inspiriert zu werden. Also Dinge zu sehen, die einen vielleicht packen. Man sagt, was war das? Das ist ja ganz spannend, das gucke ich mir genauer an. So, darum geht es. Es geht darum, Neugier zu entwickeln und einen fotografischen Blick für das Umfeld zu entwickeln. Und sich dann auch leiten zu lassen von dem eigenen Interesse an etwas und dann hinzugehen und nicht zu sagen, vielleicht zu langweilig oder so. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich bin vor kurzem auf einem meiner Rundgänge hier durch die Stadt gelaufen, ein bisschen Altbauviertel, manchen Wohnviertel, ja, und laufe da so einen Zaun entlang und da ist mir so ein Farbklecks aus dem Augenwinkel aufgefallen. Ich dachte, was war das denn gerade? Ist ja alles rundherum relativ einheitsbreimäßig, Wetter war auch schlecht. Und ich dachte so, gehe ich jetzt nochmal zurück? Ne? Gehe ich nochmal zurück? Was war denn das? Gehe ich nochmal gucken? Bin ich also nochmal umgedreht, 5-6 Meter zurückgegangen. Ich wäre eigentlich schon weitergegangen. Ich dachte, was soll das schon sein? Aber ich bin ja dafür da, um etwas zu sehen und um, wenn ich getriggert werde von irgendwas, darauf auch einzugehen. Also umgedreht, wieder zurückgegangen. Und was finde ich da? Ich finde einen Farbklecks im ansonsten recht grauen Umfeld, einen roten Sonnenschirm, den sich jemand auf seine Terrasse gestellt hat. So, und der Sonnenschirm an sich vor diesem
weißen, weiß-grünen Umfeld ist ja an sich schon ganz nett, aber es wird natürlich noch etwas spannender, wenn man sieht, dass sich dieser Schirm in einem schönen Kontrast zu diesem ganzen Chaos hier vorne verbreitet. Also wir haben hinten Ordnung, jemand hat sich in so eine Art Happy Place da auf seiner Veranda gemacht, ne? Auch wenn er jetzt gerade im Moment nicht genutzt wird, hat seinen Schirm da, ist vielleicht alles ganz schön und im Vordergrund ist dieses absolute Chaos. Ne? Hier ist hier irgendwo dieser Setzkasten hier, dieser Blumenkasten, der da irgendwie wild verwachsen in so einem Gammelgarten hängt, ist alles ganz verknotet. Hier rüben gibt es wieder einen etwas schöneren Garten offenbar, aber es sieht alles so ein bisschen verwachsen und durcheinander aus. Ich fotografiere durch den Zaun durch, das ist also nur so ein kleiner Spot, der hier interessant ist, aber der Schirm sticht ja total hier vor dieser weißen Wand heraus und macht dieses Bild, wie ich finde, ganz interessant. Und man freut sich dann darüber, dass man etwas Besonderes entdeckt hat, wo eigentlich man sagen würde, ach, vielleicht da ist ja gar nichts Besonderes. Also mit offenen Augen ein bisschen rumlaufen und schauen, ob sich da was Interessantes ergibt und dann mal gucken, wie man das inszenieren kann. Anderes Beispiel. Ebenfalls oder gar nicht weit entfernt, auch vor ein paar Tagen, bin durch die Stadt gelaufen, geguckt, ist da irgendwie was Interessantes und sehe einen riesigen Haufen gelber Säcke. So und dachte so, ja. Okay, das ist also der Moment, der mich so ein bisschen getriggert hat. Ich so, gut, geh ich mal hin, guck mir das mal an. Gelbe Säcke an sich sind jetzt einen großen Haufen, viel Müll, also wird nicht abgeholt, ist alles ein bisschen ranzig. Das hat an sich schon eine Message, aber dann ist noch so ein bisschen die Frage, vor welchem Hintergrund kann ich das denn jetzt hier positionieren, wenn ich das fotografieren will? Oder kriege ich hier noch irgendwo eine Message mit rein? Ist da noch irgendwas anderes, was mit den Säcken zusammen eine kleine Story ergibt? Und dann gehe ich also da so drumrum um diese Säcke und was sehe ich? Ich sehe, dass auf der anderen Straßenseite ein Kinoplakat ist, eine große Ankündigung. Und auf diesem Kinoplakat steht: Und morgen die ganze Welt. So, und so banal diese Säcke eigentlich wären, dieser Müll, umso stärker wird plötzlich eine Nachricht in diesem Zusammenhang, durch diesen Ausschnitt, den ich gewählt habe, weil ich ihn gesehen habe und ich ihn gefunden habe. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Ne? Morgen die ganze Welt, morgen ist alles noch viel schlimmer. Wir sind auf einem schlimmen Weg mit dem, wie wir unseren Müll verbrauchen, verschmutzen die ganzen Meere und so weiter. Wir sind ja auf dem besten Weg dahin, dass diese Message, die ja für etwas ganz anderes gedacht ist als für Müll, es geht ja hier anscheinend um eine Liebesgeschichte, sind ja zwei Personen drauf. Aber in diesem Kontext wird plötzlich aus was ganz Banalem ein ganz interessantes Foto. Also, getriggert werden, hingehen, anschauen, gucken, wie man es arrangieren kann, was ist ein interessanter Hintergrund, lässt sich da was ergänzen und dann wird da ein Bild draus. Oder was ganz anderes. Ich zeige euch das Bild mal, das ist jetzt nicht von jetzt irgendwie aus den letzten paar Tagen, sondern ist schon ein bisschen älter, ein paar Monate alt, deswegen ist es auch noch ein bisschen grün hier drauf. Jetzt ist ja gerade Dezember, beziehungsweise Januar ist es ja schon. Und zwar habe ich direkt neben der Straße einen kleinen Vorgarten entdeckt, ne? Also da so ein Hauseingang. Und hier hat sich jemand diesen Hauseingang sehr nett gestaltet, hat in dieser Farbkombination aus Grün und dem Braun der Tür, dem Pink des Hauses, dem Weiß, noch eine Bank und einen entsprechenden Blumentopf, der dazu passt. Es sieht fast aus wie so ein Stillleben, was jemand gemalt haben könnte. Also so eine Art kleinen Wohlfühlplatz nahe der Straße, wo sonst ja auch Verkehr und so weiter ist, um sich da ein bisschen zu entspannen, wohlzufühlen. Also ein ganz schönes Foto. Ein bisschen fotografiert, so durch die Blätter, dass es so ein bisschen aussieht, als würde man so da so ein bisschen das rein beobachten. Und dachte ich, das ist ein ganz schöner Ausschnitt, weil rundherum ist es eigentlich gar nicht so schön. Und da gibt es einen Ort, wo jemand sich was bei gedacht hat in der Gestaltung. Und dieses Konzept habe ich dann vor ein paar Tagen mich dran erinnert und habe es woanders wiedergefunden. Auch wieder, als ich so in der Gegend rumgelaufen bin und getriggert wurde. Und diesmal von dem kleinen Hund. Dieser ist so ein kleiner West Highland Terrier. Ja, ich sehe da unten, guckte mich da so um die Ecke an und da merkte ich einmal, ach, das ist ja auch so ein schöner, also ein bisschen gestalteter Hauseingang, diesmal ganz andere Farben, ganz anderes Prinzip, aber auch nett gemacht und dieser kleine Hund, der sich da aufgehalten hat und sich da wohlgefühlt hat, das alles war auch so ein bisschen ähnlich zu der Stimmung, wie ich es vorher ja auch schon mal, auch schon mal fotografiert hatte. So, und aus dem Grund habe ich es dann auch aus dem ähnlichen Winkel fotografiert, sodass, wenn man die Bilder nun zusammen sehen könnte, man sagt, ach, guck mal, das ergibt zusammen eine Story.
Das wäre dann sozusagen so der nächste Schritt. Ihr habt da so einen gewissen Korpus an Arbeiten zusammengestellt und dann stellt ihr einmal fest, ach, da passen Sachen ja zusammen, inhaltlich oder auch von dem Winkel, wie ihr es fotografiert, von Farben, wie auch immer. Das heißt, dadurch, dass ihr Arbeiten anfertigt, durch das, was ihr seht, entstehen auch Konzepte. Und die verfolgt ihr dann vielleicht auch ganz bewusst und macht daraus so eine Serie. Ne? So. Heißt aber, regelmäßig rausgehen und sich einfach die Sachen bewusst angucken, ja? Die Umgebung bewusst anschauen. Anderes Beispiel. Ich muss ja immer mit dem Hund raus. So, und da ich die Kamera immer dabei habe, habe ich die auf der Strecke auch dabei, wo wir immer den Hund ausführen. Das ist im Norden von Bremen und da ist eigentlich so eine Industrieumgebung. Das heißt, auf der Seite, wo wir sind, ist so ein Deich und auf der anderen Seite ist ein Stahlwerk. Das ist hier. Das ist das Stahlwerk, könnt ihr so schon ein bisschen sehen. Und das ist also so eine Abendstimmung, irgendwie jetzt so 7, 8 Uhr, 7 Uhr. Und tolles Licht, tolle Stimmung, die Lichter des Stahlwerks und der Industrie spiegeln sich im Wasser. So, und was ist dann noch? Da steht tatsächlich genau an dieser Spitze hier ein Angler und angelt. Ne? Die Silhouette des Anglers noch mit drauf, ist natürlich so ein bisschen das i-Tüpfelchen bei der ganzen Sache. Tolles Foto, einfach nur, weil ich die Kamera dabei hatte und geschaut habe, wo könnte ich denn auch hier bei diesem alltäglichen Rundgang in einer Umgebung, die jetzt gar nicht so furchtbar interessant ist, tagsüber vor allem, wo kann ich denn da was finden? Und siehe da, passiert was Tolles, man hat die Kamera dabei, man macht ein Foto und wow, sehr schöne Sache. Gefällt mir extrem gut. Was haben wir noch? Ich habe ja noch ganz viele, aber ich zeige mal jetzt noch zwei. Anderes Beispiel, wo wir da gerade bei Industrieumgebung waren, das ist auch ganz da gar nicht so weit weg. Ebenfalls bin ich einfach hingefahren, weil ich dachte, ich muss jetzt ein bisschen raus, muss mich ein bisschen bewegen, nehme die Kamera mit und gucke mal, ob ich was Interessantes entdecke. Und habe jetzt hier ein Foto gemacht an einem angelegten Strand, so ein Neubaugebiet hier in Bremen, nahe der Weser, und da wurde ein Strand angelegt. So, und den Strand sieht man hier, dann kann man noch ein bisschen rumspazieren, laufen auch Leute rum. Und habe dann mir die Szenerie angeschaut, habe gesehen, da ist so ein Pöller im Wasser, ne? So ein schwarzer Pöller. Und als hier die Frau entlang lief, dachte ich, guck mal, jetzt balancierst du das Bild mal so aus, dass sowohl der Pöller zwischen zwei Gebäuden ist, als auch die Frau zwischen zwei Gebäuden ist und quasi den Gegenpol bildet, den schwarzen Gegenpol zu diesem Pöller, sodass das Bild wieder ein bisschen balanciert ist. So, und plötzlich wird aus so einer vergleichsweise banalen Industrieansicht einmal ein Foto, was einen gewissen, sag mal, künstlerischen Anspruch hat, ein bisschen interessant anzuschauen ist und was man dann, wenn man es ausdruckt, einem auch ein bisschen Freude macht, dass man das einfach gesehen hat an der Stelle. So, das passiert aber auch nur, wenn man sich darum bemüht und wenn man auch tatsächlich rausgeht und bewusst versucht, seine Umgebung wahrzunehmen. Ein letztes zeige ich euch noch, ist auch von einem schon ein bisschen her, ist das noch im Sommer, passt aber ganz gut zu der roten Schirmnummer, die ich euch eben gezeigt habe, und zwar ist das auf dem Weg zum Einkaufen entstanden. Das habe ich diesmal auch nur mit dem Handy gemacht, da hatte ich die Kamera tatsächlich nicht dabei, aber Handy hat man ja auch immer dabei, deswegen funktioniert auch. Und zwar ein Graffiti an der Wand, ihr seht hier zwei Frauen, die darauf abgezeichnet sind, und hier steht der Schriftzug Paradise Now, und die Frau zeigt also in Richtung des Paradieses. So, und also hier rüber. Und just in dieser Richtung, wohin gezeigt wird, befindet sich ein knallroter Sonnenschirm hinter einer grünen Hecke. Da hat also offensichtlich jemand seinen Garten und sein kleines Paradies hier in der Sonne mit Sonnenschirm, wo er sich gemütlich gemacht hat. Und dieser Zusammenhang aus zwei einzelnen, erstmal unabhängigen Momenten bildet zusammen wiederum eine kleine Geschichte. Ne? Das macht Spaß. Da ist das Paradies. So, und solche Dinge seht ihr, wenn ihr bewusst durch eure Umgebung lauft. Da kann es natürlich 100-mal sein, dass ihr da vorbeilauft und dieser Sonnenschirm ist nicht da. Ne? Jetzt zum Beispiel im Winter wird er nicht da stehen. Aber irgendwann steht er da und ihr merkt, das ist ein Unterschied zu sonst. Was denn bei dem Graffiti? Das ist ja ganz cool. Und plötzlich seht ihr da, das passt ja zusammen. Das ergibt ja einen Sinn. Ne? Wie bei den Müllsäcken und dem Plakat. Und an dieser Stelle entsteht ein Anspruch, ein anspruchsvolleres Foto. Hm? Dann ist es nicht einfach nur ein Knips von irgendwas, sondern ist wirklich was mit der Story dahinter, mit einem gewissen Esprit und einer schönen Idee. So, und das sind die Bilder,
die dann auch euch Freude machen und die euch auch zu Experten der Umgebung werden lassen, ne? Weil ihr genau wisst, ah, guck mal, da war das, da war das, da müsste ich vielleicht auch nochmal vorbeigehen, da ist ja grundsätzlich was Interessantes, letztes Mal war da aber nichts anderes mehr, gehe ich nochmal gucken. So, dadurch, dass sich Menschen überall bewegen, es sind Autos irgendwo da, Leute handeln irgendwo, habt ihr immer Änderungen in der Umgebung, es ist also nie alles gleich, wenn ihr rausgeht und ja, so könnt ihr eben eure Umgebung erfahren und Freude daran haben, auch wenn es nur das unmittelbare Umfeld ist. Ja? Und wenn es jetzt nicht gerade in Strömen regnet, dann kann man rausgehen, egal was für ein Wetter. Und ich bin ziemlich sicher, dass jeder die Möglichkeit hat, in irgendeiner Umgebung etwas zu finden, was einen so ein bisschen anspricht. Das können Landschaftsfotos sein, das können Makrosachen sein, das können eine Farbe sein, die dich irgendwie anspricht, ein Gebäude, irgendeine Struktur, eine Form, eine Textur an der Wand, ist ja völlig egal. Es muss dir gefallen und wenn es dich irgendwie anspricht, geh hin und mach ein Foto. Und ich bin ziemlich sicher, dass dann überraschende Ergebnisse rauskommen und du auch einen Körper an Arbeiten aufbaust, der dann interessant wird und wo du auch Muster erkennen kannst. Nämlich Muster der Dinge, die dich interessieren als Künstler, als Fotografen und woraus du dann vielleicht ein Projekt oder ein Thema machen kannst. Okay, das war jetzt mein Beitrag zum Überwinden der kreativen Corona-Krise. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, ein bisschen geholfen. Ich hoffe, du gehst raus und machst jetzt Bilder. Schick mir auch gerne ein paar deiner Bilder zu. Würde mich immer freuen. Ich mache dann mal ein Bilder-Review. Einfach an andy@shutterrocker.com die Bilder schicken und wir werden dann mal in Zukunft ein schönes Review machen als eigenes Video. Dann schauen wir uns mal ein paar Bilder an, was ihr so macht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.